Also so dieses Sima kannst du damit gar nicht vergleichen. Ist alles in Ordnung? Wir haben ungefähr angefangen vor einer Stunde, genau. Wir sind gerade, wir haben den Reaktor in die Luft gesprengt, das war's. Es mich erwischt. Und sind jetzt auf der Straße. Wir haben leider auch aus Versehen die halbe Stadt mit in die Luft gesprengt. Hilfe, wir brauchen Hilfe! Hier geht's nicht weiter. Muss wohl so anders lang. Was so nicht geplant war. Aber naja, was willst du machen? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Hallo, Krog? Ich wiederhole. Das kannst du laut sagen, da kannst du dich noch auf den nächsten Gegner freuen. Ey, hör auf, wir tun jetzt die Daumen schon weh. So, da kommen wir nicht rüber, oder? Oh doch, ah, okay, das ist eine Absperrung. Schwert können wir nicht ziehen. Lautsprecher durchsagen haben wir noch. So, wir haben einen Wegpunkt in 74 Metern. Wir werden wohl hier über den Dächern der Stadt kreisen. Dann lass mal hoch hier. Flup, flup, flup. So, wie sieht's aus? Oha, so geplant. Da ist er, der Reaktor. Nicht so geplant, hä? Mhm. Ja, hier sind halt überall die Leute. Die sind hier natürlich so halb in Sicherheit, wenn das Gebäude nicht einstürzt. Die Wahrscheinlichkeit, hier irgendwelche Trümmer abzubekommen, ist gering. Da haben sie schon hier ein gutes Nestchen ausgesucht. Oh, ich kann mit dem reden. Der Weg dort führt in eine Seitengasse. Und durch diese Gasse kommt man zum Bahnhof. Ah, okay, das ist gut. Da wollen wir nämlich hin. Bahnhof ist unser Ziel. Wir wollen flüchten, glaube ich. Ich glaube, das ist unsere Mission gerade, auf der Flucht. Ich habe es versucht, auf Platin durchzuballern, aber es war mir echt zu schwierig. Aber durch das Zocken war schwitzig genug. Aber eins der besten Games, die ich bisher gespielt habe. Alter, so weit gehst du, das zu sagen? Ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Wenn jetzt auch noch der Bahnhof. Dabei hat man Jahre an ihr gebaut. Oh, guck mal, da hinten ist irgendwas Spezielles. Da liegt irgendwas in Violett. Soll ich da mal hingehen? Lass mich mal kurz speichern. Da sind auf jeden Fall Feinde. Ich will mal ganz kurz. So. Einmal speichern und mal gucken, ob ich das Ding da einheimsen kann, was da so liegt. Sind wir. Reichen kann ich wahrscheinlich nicht. Ich wusste, dass sowas irgendwann passieren würde. Der Gesuchte darf nicht entkommen. Naja, ich glaube, wir müssen kämpfen gleich, oder? Wir sind also auch schon Wachen. Ich muss dahin, Leute. Wie komme ich denn dahin? Da liegt doch was. Er muss irgendwo hier sein. Kämpf doch. Ich habe besser keine Aufmerksamkeit. Ah, okay, wir kommen nicht hin. Die Blumenverkäuferin. Bis hierher kommt das Feuer nicht. Da muss man doch irgendwie durchkommen, oder nicht? Ich meine, da liegt doch was rum. Warum sollte denn jemand da was hinlegen, wenn man da nicht hin kann? Ich hoffe, sie schnappen. Ich habe Final Fantasy 9 durchgespielt, das war auch mega gut. Ja, okay, kommen wir leider nicht hin, oder? Kontrollpunkt. Oha, oha. Wahrscheinlich kommen wir doch gleich hin, nachdem wir hier irgendwas machen jetzt. Das ist das Blumenmädchen vom Anfang. Oh mein Gott, er hat erstmal die Zeit angehalten. Da ist er wieder. Der Lümmel. Du kannst niemanden beschützen. Nicht mal dich selbst. Alles in Ordnung? Hey, alles in Ordnung? Die Blumenverkäufer. Ja. Hier. Für dich. Oh, das ist nett. Dankeschön. Eine Blume? Ja. Als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Ist das eine Orchidee? Gut. Dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Oh, oh. Was macht das? Komm, wir fragen mal, was das macht. Dragon Force. Danke für den Follow. Vorhin bist du leider an der Kiste vorbeigelaufen, weil du in den Chat geschaut hast. Nein! Da musst du das an, Katrinchen. So, wir nehmen mal. Wir fragen mal, was diese Blume macht. Ich will mich natürlich mit dir anfreunden, ne? Scheint ja ganz nett zu sein. Eine Lilie. Okay. Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Achso, wie teuer das ist. Ah, okay, okay, okay. Aber für dich? Umsonst. Ist sie umsonst? Hä? Die ist aber nett. Die Blume steht für ein Wiedersehen. Mhm. Gelbe Blume haben wir bekommen. Guck mal. Ausrüstungsgegenstand oder irgendein Schlüssel. Ich warne dich. Keine miesen Tricks.
Habe ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Ah, du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze. So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Oh. Was hat sie denn? Oh mein Gott, sie wird umgarnt von einem Dunkel. Ich kenn's nicht, glaube ja, oder? Auf jeden Fall sehe ich die Geister. Das ist ja schon mal krass. Ich hätte vielleicht nicht an der Blume schnüffeln sollen. Sehen die nicht? Weg hier! Jeder für sich! Hey! Ich glaube, wir müssen die Musik noch einen Ticken lauter machen, Leute. Ja gut, sie haut ab, sie nimmt die Geister mit. Jetzt haben wir hier natürlich eine Armee von Unholden. Leg die Waffe hin! Langsam! Ja, ja, ich mach das gleich. Waffe hinlegen. In deinen Nacken, mein Lieber. In deinen Nacken! Mein Einsatz. Beziehung nicht was. So. Es ist aus. Das sieht doch schon ganz gut aus eigentlich, oder? Nicht blocken, was warum blockt ihr denn? Genug. Es ist auf. Ach, wir sind in der Kampfhaltung, darum ist er so langsam gewesen, verstehe. Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, und da vorne lag doch irgendwas rum. Ich hoffe, ich laufe jetzt gerade in die richtige Richtung. Da müssen wir rein. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Die Blumenhändlerin kenne ich irgendwoher. Woher denn, Dani? Ich mag Lilienduft. Oh Gott. Lass uns erstmal den Hund hier zerstören. Keine Chance. Es ist aus. Keine Chance. So. Bis hier und nicht weiter. So, was ist das hier? Alter, ist das ein Waffen, so ein Waffending, was ich in meine Waffe stecken kann? Ich nehme das mal. TP-Boost. Oh, das ist auch nicht schlecht. Da habe ich den dauerhaft. Ich will mal kurz gucken. Ich gucke mal kurz ins Menü rein. Wir haben ja gerade so eine Blume bekommen. Ist sie hier irgendwo ausgerüstet? Nee. Nee, irgendwie nicht. Materie einsetzen. Ich versuche das mal zu entfernen. Platzieren. Kann da nichts platzieren. TP-Boost. Ah, okay, 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 okay. Ey, TP-Boost ist natürlich. Trefferpunkte ist natürlich gut, ne? Heilen oder Trefferpunkte? Jetzt geht die Entscheidung schon los. Ich nehme mal TP-Boost. Was ist das hier? Das ist Glut. Ermöglicht den Einsatz von Feuermagie. Naja. Ja, Feuermagie ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, ich nehme Trefferpunkte und Heilung. Wir gehen voll auf Tank. Würde ich sagen. So, einmal weg mit dir. TP-Boost, hä? Habe ich davon zwei? Ach nee, okay, alles klar. Du kannst dich ja heilen. Ist schon drin. Genau, genau. Heilen war schon drin. Ja, das war die Glut. Die Materia-Level sind auch wichtig, damit sie stärker werden. Wie levelt man die? Einfach durch Spielen, oder? Warte mal, ich habe hier eine Nachricht bekommen. Vom Angelverein. Achso, okay, alles klar. So. Das haben wir gut gemacht. Wir haben jetzt keine Feuermagie mehr. Dessen müssen wir uns jetzt bewusst sein. Hier wird auch nichts mehr sein, oder? Haben wir hier vielleicht noch irgendwo eine Kiste versteckt? Nee, ich glaube nicht. Unser Ziel ist 150 Meter in die andere Richtung. Da laufen wir jetzt mal hin. Ey, aber ganz ehrlich, TP-Trefferpunkte 10%, es ist schon nicht schlecht. Ja, wenn sie eingesetzt ist, leveln sie. Ja, perfekt. Dann habe ich vielleicht sogar 50% Trefferpunkte bald. Also gerade als Nahkämpfer braucht man, glaube ich, Trefferpunkte. Oh, hier ist noch eine Kiste. Braucht man wahrscheinlich viele Trefferpunkte.
Also es kann auf jeden Fall nicht von Nachteil sein. Oh, Supertrank. Nice. Der füllt wahrscheinlich komplett die ganze Energie wieder auf. Da komme ich nicht durch. Da vorne ist noch eine Murmel. Lol. Ist das nicht dieselbe wie eben? Ich bin da meine Weile im Lurk. Alles klar, Katrin. Mach's gut. Schön, dass du da warst. Danke für den Lurk-Support. Da bist du ja. Haben wir dich endlich. Kommst hier, ich bin bereit. Wir haben den gesuchten entdeckt. Jetzt Dresche. Ich wiederhole. Kommst hier, Sektor 8. Das ist noch so ein TP-Ding, oder? Nicht weglaufen. Okay. So, hier ist noch so ein Teil. Was ist das? Ausweichrundumschlag. Ich sammle die mal so ein bisschen ein. Wir haben ja sicherlich früher oder später auch noch so ein paar Kompagnons in unserer Gruppe, die wir auch noch ausstatten wollen. Alles ruhig. Okay. Bleib, wo du bist. Und Schluss mit Lotte. So, einmal zerschnetzeln. Tschüss. Der Feind ist geschwächt. Genug. Ey, das mit der Offensivhaltung ist halt auch mega. Wir kriegen auch ständig irgendwelche Level-Ups. Ist halt die Frage, können wir irgendwo Level-Punkte einsetzen? Bestimmt, oder? Hier sind noch ein paar Kisten. Oha, eine Schatztruhe. Ein Kraftreif. Oi, 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 oi. Ich muss noch mal reingucken. Es tut mir leid, es geht schon los, ne? Wir haben Kraftreif gefunden. Wir haben einen Bronzereif haben wir angezogen. Wie kann ich jetzt einen Reif anziehen? Kampfeinstellung, Magie, Gegenstände vielleicht. Accessoires, Kraftreif, guck mal. Der hat ja gar nichts. Ein Armband, das in der Lage ist, das Potenzial der Muskeln seines Trägers freizusetzen. Hatte mir das Game im Februar geholt und im März war es umsonst im Store drin für PlayStation Plus Mitglieder. Ja, da hat Sony mich aber hops genommen. Nicht dein Ernst, ehrlich. Materie haben wir ein bisschen, genau, Bronzereif. Können wir den austauschen? Das ist Rüstung. Ich ziehe den einfach an jetzt, oder? Ist der schon angezogen automatisch? Das kann sein. Ah, guck mal. Besitz 3. Wir haben 3 Medaillen. Eine Medaille ist, in die das Abbild eines Morgris eingraviert wurde. Ein begehrtes Sammlerstück. Es könnte sich lohnen, mehr davon zu sammeln. Gelbe Blume. Eine Blume... Die Blumenverkäuferin aus Sektor 8 dir geschenkt hat. Alles klar. Questgegenstände sind das wahrscheinlich. Ist das... Das ist schon angezogen, dieser Kraftreif, glaube ich, automatisch. Statuswerte. Kann ich hier irgendwo leveln, Leute? Anleitung speichern, laden gegen... Man muss doch hier irgendwie leveln können, oder geht das nicht? Geht irgendwie nicht. Reif. Ja, okay, alles klar. Schade. Noch können wir nicht leveln. Ich denke mal, pro Level kriegt er einfach mehr bessere Statuswerte auf jedem Statuswert, oder? So, wir müssen hier hin. Großer Brunnen. Eieieiei. Widerstand ist zwecklos. Du entkommst nicht. Greif ihn auf. Du entkommst nicht. Boah, den Hund müssen wir irgendwie platt machen. Kommt. Geh mal in Offensivmodus, dann können wir den richtig schön zerschnetzeln. Na gut. Es ist aus. Los geht's. Bis hier und nicht weiter. Also der Offensivmodus ist halt einfach nur krank, wie stark er dann ist auf einmal, ne? Heftig, voll gut. Hier können wir noch Bänke zerstören. Geh mal ins Menü ganz oben auf Ausrüstung. Okay, alles klar, mach ich gleich. Ich dachte, du bist im Löwen, meine Liebe. Es ist aus. Oh, ein bisschen rumstelzeln. Wo ist denn der letzte? Oh, scheiße, Helikopter. Oh. Ich bin im Kampf, ich kann da gerade nicht reingehen ins Menü. Oh, nee, Digga. Das ist ganz schlimm. Keine Chance.
Kann ich Offensivhaltung machen? Geht nicht, oder? Alter, oh, ich glaube, ich sterbe gleich. So, Heiltrank. So wird das nichts. Du hast ja alles. Und deine Waffe weg und er geht schon. Ich sehe nichts. Und weiter. Heiltrank. Lass die nicht entkommen. Oh, das war gut, das war gut. Es kommt wahrscheinlich gleich wieder ein Gardist. Fluchtwege gesichert. Er wird umgehend Verstärkung von allen Truppen in der Nähe. Du kannst jedenfalls die Accessoires ausholen, austauschen. Okay, alles klar. Aber ich glaube, das ist kein Accessoire, oder? Weiß nicht. Ich guck gleich mal. Genug. Es ist aus. Granate hat er geworfen. Ja, ich sollte uns einfach mal verpiesen. Ich glaube, hier kommen unendlich viele Menschen. Der Talangriff ist zu gefährlich. Ob es sonst noch einen Weg gibt? Ich gehe am besten über die Dächer. Ja, Dächer sind gut. So, gehen wir nochmal rein. Also, Ausrüstung. Ja, ich kann hier aber nichts drücken. Weißt du, wie ich meine? Materia-Zuteilung ist RB. Das bringt uns nichts. Da unten haben wir zwar Ausrüstung, da können wir aber nicht runter switchen. Materia entfernen, Materia platzieren. Also ich kann hier nichts weiter machen. Weißt du, wie ich meine? Ich bin bei Ausrüstung und Materia. Ich kann aber nichts einstellen. Wenn du weißt wie, dann sprich jetzt. Das Ding ist, ich habe halt einen Ausrüstungsgegenstand. Das Panzerschwert. Ich habe einen Rüstungsgegenstand, den Bronzereif und ein Accessoire, die Kette. Ich kann gar nichts austauschen, weil ich glaube ich nur einen Gegenstand habe, oder? Weiß nicht. Oben ist es wohl am sichersten. Ja, okay, wir gehen hoch. Da vorne. Geht's lang? Nee, geht gar nichts, kann nichts machen. Da drüben! Ja, außer Materia halt einsetzen. Das geht dann schon. Oh, oh Scheiße. Wir müssen hoch. Das war knapp. Wahrscheinlich muss ich gleich den Helikopter platt machen. Der Gesuchte bewegt sich offenbar in Richtung Wohnviertel. Oh, das ist gar nicht gut. Runter mit dir. Da drüben ist der Mistkerl. Darf keine Zeit verlieren. Oh, ich will auf jeden Fall noch... Ich will die Kisten nicht übersehen. Guck mal, da war doch schon wieder eine. Ein Eisenreif. So, jetzt könnte es gehen. Pass mal auf. So. Ah. Was habe ich jetzt gedrückt? Ach so. Kraftreif. Stärke erhöht sich um 5%. Sehr gut. Bronzereif. Eisenreif. Der Eisenreif ist besser. So funktioniert's. Ich hab's. Und der hat sogar noch einen Slot frei für einen zusätzlichen für Materia. Das ist natürlich geil. Ich hab schon herausgefunden. Man muss einfach nur A drücken. So. Dann gucken wir mal. Was haben wir da Schönes? Glut wäre gut. Ausweichrundumschlag. Ausweichrundumschlag anwendbar. Da haben wir ein kleines Vorschaufenster. Nee, wir nehmen Feuer. Wir bleiben bei der Glut, Leute. Die können wir auch bis 3 leveln. Das andere können wir nur bis 2 leveln. Sehr gut. Okay, wir gehen weiter hoch hier. Nee, warte mal. Hier sind wir runtergegangen, oder? So, wir müssen hier runter. Oder? Egal, ich habe komplett die Orientierung verloren. Ich bin wie so ein kleiner Hamster in so einem Labyrinth. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. So, warte mal, da geht's lang. Aha. Hier geht's weiter. Okay, alles klärchen. Oder bin ich doch von hier gekommen? Alter. Es sieht halt alles so gleich aus, ne? Ich glaube, von hier bin ich gekommen. Ich laufe nochmal in die andere Richtung. So, jetzt hier runter. Wupp. Schwubbidi-wupp. Hier auch nochmal. Und entweder bin ich jetzt falsch gelaufen oder richtig. Hey, Bladi, grüß dich. Du bist eher ein Reh, aber ein zuckerhübsches Reh. Oh, oh Gott, ich werde angegriffen. Der Kerl ist gefährlich. Ja, jetzt hätte ich natürlich den Ausweichrundumschlag nehmen können. Ins Schwarze. Oh, ich will auf jeden Fall mal hier irgendwie so ein... Was ist denn das hier? Magie will ich ehrlich gesagt nehmen. So, Feuer. Jetzt kriegt er mal Feuer. Sturmgardist. Es wird heiß.
Okay, der hat sein Schild auf jeden Fall verloren. Das ist gut. Das ist gut. Bis hier und nicht weiter. Sehr geil. Nice, easy. Also Feuer ist doch gar nicht so schlecht, oder? So, wir sind immer noch auf der Flucht. Herzlich willkommen bei Final Fantasy übrigens, mein Lieber. Okay, hier haben wir noch... Oh Gott, zwei Gattis schon gleich. So, den haben wir auch zerlegt. Okay. Wir sind noch heil drin. Oh, wieder so eine Medaille. Sehr gut, sehr gut. Feuer ist immer eine gute Idee. Ey, finde ich auch. Feuer ist richtig gut. Hey, User, grüß dich. Herzlich willkommen zurück. Zelda haben wir schon durchgespielt heute Morgen. Aber wir sind jetzt bei Final Fantasy. Ich hoffe, dir gefällt es auch. So ein bisschen. Ist noch eine Kiste. Im Gefecht mit Zielperson. Wir sind gerade auf der Flucht, mehr oder weniger. Und zwar sollen wir im Zug flüchten. Das Problem ist halt, wir müssen erstmal zum Bahnhof kommen. Da sind wir gerade auf dem Weg hin. Und wir erkunden gerade so ein bisschen das Spiel. Wir haben gerade erst angefangen. Ich muss echt wirklich noch reinkommen. Aber so langsam geht es einigermaßen. Kann ich hier rüber hüpfen? Nee. Ich kann da gar nicht rüber hüpfen. Oh, nee, Digga. Ich will die aber umbringen. Bringt natürlich XP. Ich laufe mal draußen rum. Hey, Lars, willkommen zurück. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich kann auch nichts nehmen gerade, oder? Nee. Jetzt kann ich was nehmen. So, Magie, Vita, heilen. Und Angriff. Komm schon. Oh, 400 heilen schon. Das ist nice. Er ist auch dann. Perfekt. Die Atmosphäre ist so dicht. Oh, da brauchen wir, glaube ich, wieder Feuer. Komm schon her! Da brauche ich wieder Feuer. Ja. Ich bleib stark. Genug jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da. Überschätze dich nicht. Weißt du was, wir machen jetzt mal eine Granate dahin. So, Gegenstände. Supertrank. Habe ich keine Granate? Doch, hier Handgranate. Okay. Oh, da hinten ist ein Grenadier. Alter, wie er sie gar nicht getroffen hat, lol. Das ist natürlich doof. Ich muss halt irgendwie... Volle Konzentration. Keine Gnade! Wir müssen da anders angreifen, Leute. Und zwar mit Feuermagie, glaube ich. Ich glaube, das ist das Beste. Magie? Feuer? Den anderen? So, los geht's. Auf Nummer sicher. Und jetzt rein. Alter, rennen die weg? Oh, sehr gut. Von hinten zerschnetzelt. Der Grenadier liegt auch noch. Oh, da hinten steht schon die nächsten. Wenn ich mir das so angucke, wäre das eher ein Final Fantasy für mich. Ich bin ja nicht so ein Fan vom Originalkampfsystem. Das kannst du einstellen. Also du kannst halt hier in Echtzeit kämpfen. Ich habe es auch schon mit Dark Souls verglichen. Der erste Gegnerblatt im Tutorial. Ey. Boah. Der hat mich echt richtig hart rangenommen. Kostet nur 80 Euro. Gönn dir. Im Epic Game Store gerne mein Content Creator Tag Lassie verwenden. Ausrufezeichen Epic. Okay, da sind sie wieder. Ja, ich habe es mit Dark Souls verglichen. Ist richtig. Ich bleib stark. Das ist ein Flammenwerfer hier. Oh, oh. Den haben wir aber gut zerlegt gerade. Ah, dieses hässliche Schild, ne? So, einmal blocken. Genug. So. Das haben wir auch zerlegt. Ich gehe hier mal oben gucken. Meistens haben wir hier noch irgendwelche Kisten. Ah, eine Medaille gefunden. Sehr schön. Haben wir hier hinten noch irgendwas übersehen? Hier gibt es ja überall Schatztruhen und so weiter. Ich habe vorhin schon eine übersehen, hat der Chat gesagt. Das ist relativ schwierig dann, weil da sind natürlich, da können richtig geile Items drin sein. Erweiterung für die Schwerter und Rüstung und so. Oh Gott, es geht schon wieder los. Oh nicht, oh nein, nicht, nicht. Oh Gott, der Töter. Ich habe gar nichts zum Heilen gerade. So, jetzt Heilung. Wird das nichts. Ja, wir müssen halt irgendwie sein. Oh, ein Kehlbiss. Oh, das ist aber gar nicht gut. Wo sind die anderen Hunde? Hier? Keinen Kopf. So. Alles geht. Ich bin bereit. Bis hier und nicht weiter.
Oh, diese Schnätze, ne? Es geht so schön von der Hand. Feuer könnte man benutzen, hast du recht? Es ist aus. Oh, schon wieder ein Level-Up. Nice, Leute. Richtig gut. Ich habe keine Ahnung, wofür die Level-Up sind. Aber wahrscheinlich bringen die einfach mehr Heilung, mehr Schaden oder so. Ich weiß es nicht. Okay, Leute, weiter geht's. Ich müsste mich mal außerhalb des Kampfes noch heilen. Oh, sehr gut. Heiltränke kann ich nehmen. Ich nehme mal noch ein paar. Vita mache ich auch noch mal. So. Und dann bin ich, glaube ich, wieder voll. Oh, eine Kiste. Also man muss ja echt in die Ecken gucken. Mach ich auch noch mal einen. Ah, ein Supertrank. Ich weiß nicht, wofür ein Supertrank da ist. Der lädt wahrscheinlich alles auf. So, hier haben wir noch ein paar Kistchen. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir hier vorne noch? Oh mein Gott, wir kriegen ganz, ganz viel Gesellschaft. Alter, die sehen aber ziemlich stark aus, Leute. Jetzt hat dein Spiel ein Ende. Ja, ich merke das schon. Oh Gott. Alles Klärchen. Natürlich. Okay. RIP. Ja. Genug. Wir müssen die ganz schnell ausschalten, sonst kommen die anderen von hinten gleich. So, was haben wir denn hier Schönes? Magie, Feuer, auf den. Okay, hast du ein Schild fallen lassen? Ey, die Feuermagie ist einfach so mächtig, ne? Da hinten ist einer mit einem roten Schild, das ist gar nicht gut. Mach dich auf was gefasst! So, Magie, Feuer. Es wird heiß. Da ist irgendein Dude hinter mir, das ist nicht gut. Wir schalten die mal aus erst. Und danach kümmern wir uns um den mit dem roten Schild. Oh Gott, Alter, ich bin hier nur am Flüchten, merkt ihr das? So, Magie, Feuer. Brenne! Das reicht noch nicht. Der kriegt noch mal Feuer. Verbrennen. Ja. Das. Ja. Keine Chance. Ja. Okay, alles klar. Er hat wieder keinen Bock. Jetzt dresche. Ja. Impulshieb bringt auch nichts. Ja, also irgendwie keine Ahnung. Vielleicht noch eine Granate schmeißen oder sowas? Komm an hier. Ja. Naja, er blockt das halt. Er hat halt ein heftiges Schild irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wir müssen irgendwie. Wir müssen hinter ihn kommen. Sehr gut. Okay. Oha. Oh, oh, oh. Das tut richtig weh. Ich bin tot. Was? Oder? Nee, ich bin noch nicht tot. Alles gut. Weiter, weiter! So, der braucht mal ein bisschen Feuer noch. Feuer! Er braucht noch mehr Feuer. Und ich wollte die Feuerfähigkeit eigentlich wegstecken, weißt du? Krass. Der Feind ist geschwächt. Oh, wir haben ihn. Alter. Einkreisen! Stopp den! Oh, was? Es kommen noch mehr? Oh nein!